So viele verliebte Menschen. Hi, ich bin Sven und ich frage mich, wenn man verliebt ist, was passiert? Zeigt er das heutzutage oder nicht? Es gibt ja viele, die sagen, Männer und Gefühle zeigen, schwieriges Thema. Ich gehe dem heute mal auf den Grund und treffe verschiedenste Menschen. Unter anderem, ja, da sind junge Männer, die sagen, ich liebe Autos. Auch eine Art von Liebe. Oder jemand, der die tiefsten Täler in seinem Leben überwunden hat und zu sich selbst gefunden hat. Hashtag Selbstliebe. Ja, und bevor es losgeht mit den beiden, freue ich mich auf ein ganz besonderes Paar. Die sind so richtig in Love. Und das Besondere ist, der Kopf hat am Anfang gesagt, ist nicht. Dass Raphael verliebt ist, ich finde, man kann es sehen. Dabei sind Raphael und Katrin gar kein frisches Liebespaar mehr. Vor 6 Jahren, da hat es Klick gemacht und in ein paar Wochen wollen sie ihre Hochzeit feiern. Kompass, Kompass, Rhythmus, Rhythmus, El Cruz, Fuß. Definition, genau. Der Tango ist ihre gemeinsame Leidenschaft und heute gönnen sie sich nochmal eine private Tanzstunde. Lass mich raten, das ist euer Hochzeitstanz. Jawohl, das ist richtig, das soll er werden. Aber Feier hat man da schon, oder? Ja, auf jeden Kommst Fall. Kommst du ein bisschen schwitzen? Ja, ein bisschen ist gut. Was würdet ihr denn sagen, wer bringt denn mehr Leidenschaft in diese Beziehung? Also ich glaube manchmal, weil ich ein bisschen kitschig bin, vielleicht ich. Du bist kitschig? Ja, also bei uns ist stellenweise so ein bisschen dieser Rollentausch. Ich bin dann manchmal irgendwie kitschig und hau dann irgendwelche blöden Sprüche raus. Oder kitschige Sprüche und kann dann immer so... Boah, ey, ist das jetzt dein Ernst? Also, so passiert das halt irgendwie manchmal. Ja, das ist wie dieses Lächeln beim Tanzen. Und dann manchmal denke ich mir, mein Gott, kann der nicht mal aufhören, mich so anzugucken? das ist dann immer so, ich denke, das ist irgendwie so ein bisschen... Was ist denn los bei euch? Jede Frau würde zu ihrem Partner sagen, Schatz, guck mich an, ne? Lach mich an und du sagst halt, hör auf zu lachen. Was ist denn los? Ja, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie... Aber so schlimm kann es nicht sein, sonst wäre sie schon weggelaufen, oder? Ja, das stimmt, ja. Habt ihr euch beim Tanzen hier kennengelernt, oder? Nee, wir haben uns bei der Arbeit kennengelernt, wir arbeiten beide im Steuerbüro und ja... So sind wir dann über unsere Beziehung irgendwann zum Tanzen gekommen. Also vom Steuerbüro bis zum leidenschaftlichen Tango, da ist aber schon ein Weg, oder? Ja, natürlich ist da ein Weg. Ne? Da liegen ja jetzt auch ein paar Jahre zwischen quasi. Ja. Also Raphael hat bei uns in der Kanzlei angefangen und ich war seine Mentorin. Jetzt bin ich seine Chefin, das hat sich alles noch so ein bisschen entwickelt. Das Thema war natürlich schon ein bisschen heikel. Ne? Also da war schon so ein Druck auf mir natürlich, dass ich wusste, dass ich auch dann durch den Steuerberatertitel natürlich noch wirklich in die Vorgesetztenrolle schlüpfen werde. Und man muss ja auch erstmal gucken, passt das überhaupt? Hätte ja auch sein können, dass wir nach einem Monat gesagt haben, wir finden uns doch doof. Na, und dann würden wir in einer Kanzlei arbeiten. Und das Gute war, ich bin damals direkt in die Freistellung gegangen für die Fortbildung. Und dann konnten wir das quasi so ein bisschen heimlich erstmal so austesten. Wer ist denn hier beim Tanzen Chefin oder Chef? Ja. Hier ist dann quasi der Moment, hier darf ich dann mal der Chef sein, weil ich muss ja führen. Das heißt, da muss sie sich mir voll und ganz hingeben und auf das hören, was ich möchte. Ist auch mal schön, oder? Ist quasi mein Rollentausch. Ne? Die beiden nehmen mich mit in ihr Haus. Das haben sie sich vor 2 Jahren gekauft und wegen Corona saßen sie hier oft im Homeoffice. Der Angestellte und die Chefin, die sogar eine von 5 GeschäftsführerInnen einer großen Steuerkanzlei ist. Raphael, hier am Schreibtisch, wie ist das denn so, jeden Tag in die Augen deiner Chefin zu gucken? Ja, also für mich ist das eigentlich ganz entspannt. Ich kenne es ja nur so von der Arbeit her, da wir ja von Anfang an, seit Anfang unserer Beziehung irgendwie miteinander zusammenarbeiten. Gut, klar, mit der Corona-Situation jetzt viel mehr im Homeoffice ist natürlich noch was anderes, weil man sich dann wirklich den ganzen Tag sieht. Jetzt, wenn wir mal in die Klischeeschublade gucken, ist es ja schon eher so, dass es meistens eher heißt, okay, der ist der Chef und wenn, dann hat der was mit einer Angestellten. Bei euch ist das ein bisschen umgedreht. Wie reagiert dein Umfeld darauf? Also ganz gemischt. Die Leute, mit denen man eh immer einen guten Kontakt hatte und auch einen guten Kontakt gepflegt hatte,
oder hat, die haben da eigentlich durchweg positiv drauf reagiert. Natürlich gibt es auch mal welche, die da negativ drauf reagieren. Die hat man aber, glaube ich, überall. Aber insgesamt ist das nie groß Thema geworden, oder weil wir es halt auch nie zu einem Thema haben werden lassen. Sag mal, Raphael, liebst du die Chef-Katrin anders als die private Katrin? Ja. ja, weil mit der Chef-Katrin habe ich halt auch manchmal einfach andere Ansichten. Ich meine, klar, ich bin natürlich auch der Arbeitnehmer, sie ist die Selbstständige. Ne? Wenn sie dann da steht vor der versammelten Mannschaft und hält irgendwie eine Rede, dann muss ich dann sehe ich sie dann einmal als Chefin, aber einmal auch als meine Partnerin, die ich dann auch irgendwie bewundere, dass sie das halt auch alles so super hinkriegt. Ne? Sie hat sich da halt auch durchgebissen, ne? Sie hat sich diesen Weg erarbeitet und da bin ich in der Tat einfach wirklich auch sehr stolz drauf und habe auch Spaß daran, sie da ein Stück weit zu unterstützen und ihr den Rücken zu stärken. Ne? Katrin, in welcher Situation bist du denn froh, Chefin von ihm zu sein? das ist eigentlich eher immer schwierig. Es gibt einfach Themen, die kann ich ihm nicht erzählen, die will ich ihm auch nicht erzählen. Ne? Dann würde ich einfach das Vertrauensverhältnis zu meinen Partnern untergraben und das sind einfach Dinge, die gehen ihn in seiner Arbeitnehmerposition nichts an. Das ist manchmal eher schwierig, als dass es schön ist, die Chefin zu sein. Ne? Habe ich eher die Momente, dass es dann schwierig ist, das wirklich abzugrenzen, weil jeder andere würde mit seinem Partner zu Hause sprechen. Ich tue das dann nicht. Der Garten ruft. Schon längst wollten die beiden mal Unkraut zupfen. Da kommt ein helfender Gast sehr gelegen. Frage der Fragen, was ist Tulpe, was ist Unkraut? Das ist dein Garten. Jetzt bist du wieder Chef, wenn ich arbeite auf Anweisung. Das Unkraut hatte hier zuletzt offenbar viele Entfaltungsmöglichkeiten, weil Katrin und Raphael mit Hochzeitsvorbereitungen beschäftigt waren. Ihr seid ja schon eine ganze Weile zusammen. Habt ein Haus zusammen? Habt ihr einen Baum gepflanzt schon? Die drei. Drei. Was frage ich denn eigentlich? Wie sieht es denn bei euch aus in Sachen Familienplanung? Ja, also da sind wir eigentlich ganz entspannt. Wir machen uns nicht den Druck, dass wir jetzt unbedingt irgendwie dann und dann in den nächsten 2 Jahren oder so ein Kind haben müssen. Ja, oder wir können, überhaupt. Und, oder ob überhaupt, genau, das wollte ich gerade sagen. Wir können uns das vorstellen, aber es ist kein Muss für uns. Es muss halt irgendwie passen. Hat sich im Laufe eurer Beziehung rein gefühlstechnisch was geändert? Würdest du sagen, jetzt so kurz vor der Hochzeit denkt man drüber nochmal nach und überlegt so, ist sie die Richtige? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie die Richtige ist, weil also es hat sich, das Gefühl hat sich eher über den Laufe der Jahre noch intensiviert. Ne? Also am Anfang war das halt irgendwie so, ist es das jetzt, ist sie die Richtige? Aber ich weiß nicht, wir haben einfach immer jede Menge Spaß zusammen. Ich kann einfach sein, wie ich bin. Ich war vorher auch eher so klassisch, so der Coole. Ne? Und irgendwie mit ihr habe ich das einfach gelernt, dass ich das auch einfach nicht sein muss, dass ich einfach sein kann, wirklich wie ich bin, ne? Auch im Zweifel das Kindische, das Kitschige und das war halt irgendwie ganz schön. Ne? Wie man halt sagt, man soll sich nicht verstellen, ne? Aber wenn man nun mal Single ist und möchte irgendwie eine Freundin haben, ja, und meistens macht man dann einen auf cool, aber bringt halt nichts. Ich glaube, das habe ich halt einfach in dem Moment dann mit ihr gemerkt, dass es dann auch nicht schlimm ist, wenn man Gefühle zulässt oder auch einfach zeigt, wahrscheinlich dann sogar noch eher ja, von Vorteil ist, weil die Frau dann auch merkt, ja, okay, der ist halt auch nicht der Eisklotz oder wie auch immer, ne? Aber wie seht ihr Frauen das? Ich finde das ja auch gut, ne? Es ist einfach, hat sich einfach gewandelt, dass man nicht mehr so, oder, ja, sind ja alle unterschiedlich, aber es gibt durchaus ein paar Frauen, zu denen zähle ich mich ehrlicherweise auch, die sind halt nicht mehr so das Mäuschen, ne? Die haben halt ihre Ziele und das Ziel ist vielleicht nicht mehr unbedingt, am Herd zu stehen, wobei ich das auch gerne tue, aber halt nicht nur, sondern eben auch erfolgreich im Job zu sein und irgendwie selbstbestimmt. Ich glaube, da haben auch trotzdem immer noch einige Männer ein Problem mit und können das nicht so gut. Ne? Und ja, ich habe einen gefunden, der kann's. Ich finde es aber so mega, dass ihr diese Klischee-Schubladen so richtig durchrüttelt und das ganz anders vertauscht bei euch ist, wie man das sonst eher kennt. Wie sieht es denn aus beim Thema Auto? Bist du so ein typischer Mann, der sagt, ja, Auto, das ist meine Leidenschaft? Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Also das Auto ist für mich einfach nur, um von A nach B zu kommen. Ich glaube, Auto ist da eher Schatzis Ding. Ja, so ein bisschen. Also ich mag gern
bestimmte Autos, doch, habe ich so eine kleine Affinität. Aber es gibt ja trotzdem noch einige Männer, die sagen, ja, ich liebe auch ein Auto. Da geht bei mir im wahrsten Sinne des Wortes das Herz auf und solche Männer treffe ich jetzt. Am Samstagmorgen macht sich Morten Schwendt aus Berlin bereit für die Jagd. Mortens Jagdrevier liegt dort, wo Menschen mit viel Geld einkaufen oder in teuren Hotels absteigen. Abgesehen hat er es auf ihre Autos. Wir sind am Kudamm verabredet. Du bist Morten, oder? Hallo, ja. Erste Beute schon, oder? Erste Beute für heute jetzt schon. Ein schöner Porsche Taycan GTS. Worauf achtest du denn? Ich meine, wenn ich jetzt hier mit einem Twingo vorbeifahre, knippst du wahrscheinlich nicht, ne? Klar, je besser die Motorisierung ist, desto noch schöner wird er. Ist hier schwer zu erkennen. Man kennt es an den Bremsen und an den Logos natürlich, die hinten draufstehen. Boah, da merkt man aber schon, dass bei dir die Leidenschaft im Gepäck ist für Autos. Genau, ne? Richtig. So, was hast du jetzt hier vor allem gehabt? Das ist ein Ford GT40. Wahrscheinlich leider kein echter von 1967, sondern ein Nachbau. Du weißt doch nur das Jahr. Aber trotzdem, ein wunderschönes Auto. Man sieht auch, wie laut er ist, wie flach er ist. Es ist einfach ein geniales Auto. Würdest du so weit gehen und sagen, das ist nicht nur Leidenschaft, das ist eine richtige Liebe? Ja, das würde ich sagen. Das ist eine richtige Liebe. Und diese Liebe teilt er mit einigen anderen Jungs. Manche von ihnen kommen extra aus Brandenburg angereist, um hier jeden Samstag stundenlang schicke Schlitten zu knipsen. Was passiert denn in solchen Momenten? Was macht das mit dir? Es ist ein schöner Augenblick, so ein Auto zu sehen. So ein Auto, was man immer sehen wollte. Das ist halt so ein Glücksgefühl. Ne? Also man findet irgendwas, was man schon lange sehen wollte. Das ist so ein kleiner Glücksspielaspekt auch irgendwie dabei. Mal kommt was richtig Krasses, was man vielleicht noch nie gesehen hat, von dem man nicht mal wusste, dass es in Berlin so ein Auto gibt. Und manchmal halt auch nichts, aber das ist halt eben das Spannende. Man weiß nie, was passiert. Und das ist. Aber wenn du stundenlang hier stehst und dann passiert gar nichts und du guckst und guckst und guckst und denkst dir, oh, in der Zeit hätte ich auch Freunde treffen können. Irgendwie. Macht man ja nebenbei. Ja, aber wenn du mal allein unterwegs bist. Das macht man nicht mehr. Machst du nicht? Wir sind ja eigentlich nie alleine. Wir sind mindestens zwei sind wir immer. Ja. Wir treffen uns ja hier. Okay, also ist schon so ein bisschen Happening unter Freunden. Ja, letztlich. Und wieder alle im Kasten. Sag mal, wie verbringst du eigentlich deinen Urlaub? Ja, unterschiedlich. Klar machen wir auch mit Freunden halt zusammen so einen Spotting-Urlaub. Wie können wir das vorstellen? Urlaub am Kreisverkehr oder was? So unter anderem, ja. Wir haben jetzt für dieses Jahr zum Beispiel wieder nach Monaco gebucht, unseren Urlaub. Eine Woche nach Monaco, haben uns eine Ferienwohnung gebucht. Und dann stehen wir da halt, laufen durch Monaco, stehen da am Kreisverkehr, am Casino und fotografieren dort die Autos. Hast du das Gefühl, wenn du jetzt jemanden da drin hast, der das auch schon so ein bisschen genießt, dass dir das einfach auch so pusht letztlich? Ist das so eine Ego-Nummer? Oder? Sicherlich, ja. Bei vielen wird es eine Ego-Nummer sein, dass die sich wirklich freuen. Oh toll, ich habe ein Auto, wo ich Beachtung finde, wo mich die Leute angucken. Das wird bei vielen eine Ego-Nummer sein, ja. Da kommt ein Bentley. Als eben der ältere Ford vorbeigefahren ist, der hat ja richtig Radau gemacht. Machen die das extra, weil die wissen, ihr steht hier schon, oder? Ja, manche machen das tatsächlich, aber eigentlich, also uns geht es gar nicht darum. Also uns ist es sogar tatsächlich lieber, wenn sie langsamer fahren, weil dann kann man in Ruhe Bilder machen. Manche fühlen sich irgendwie so dadurch provoziert oder angeregt, extra Gas zu geben, aber das wollen wir tatsächlich nicht. Wo kommt denn diese Liebe für dieses Hobby? Der GT3S kommt zurück. Ab und zu patrouillieren sie auch durch die Seitenstraßen, immer auf der Suche nach hochmotorigen Karossen. Samstag für Samstag. Ist das ein Thema auch in Partnerschaften, dass man merkt, oh, die bessere Hälfte findet das nicht so gut, weil ihr kaum zu Hause seid? Oder? Ja, auch das gibt es durchaus mal. Dass, also, man muss natürlich einen Kompromiss finden, wenn man in einer Beziehung ist, dass man dann auch sagt, der Samstag gehört quasi dem Hobby. Ne? Und dann muss in Anführungsstrichen die Partnerin da sozusagen zurückstecken. Morten, wie sieht das denn bei dir aus? Hast du eine Freundin? Ich habe auch eine Freundin, ja. Ich habe quasi auch schon direkt beim ersten Date so
durchscheinen lassen mit meinem Hobby, dass der Samstag für mich reserviert ist quasi. Nee, du hast schon einen Blocktag beim Date angegeben. Was hat die gesagt? Also sie fand es einerseits schon ganz interessant, andererseits natürlich, wie eben schon gesagt, ist es schade, wenn der eine Tag komplett flöten geht für die Partnerschaft. Aber das gehört halt zu mir dazu. Und ansonsten hat sie ja uneingeschränkte Liebe. Also schön gesagt. Nach der Autojagd will ich natürlich wissen, was mit all diesen Fotos passiert. Bei Morten zu Hause wird die Ausbeute des Tages gesichtet. Das sind fast 400 Bilder geworden. Allein von heute? Allein von heute. Was machst du denn jetzt mit den Bildern? Die Bilder lade ich auf verschiedene Seiten hoch. Ich habe unter anderem einen Instagram-Kanal, wo ich die Bilder hochlade, aber auch eine Website, autogespot.com. wo ich dann die Bilder alle hochlade, wo man die dann sehen kann, kommentieren kann. Du managst sozusagen diese Community auch, oder? Nicht direkt. Ich bin ein sehr großes Mitglied dort. Das größte Mitglied dort, ja. Was ist denn das Bild, wo du sagst, da bist du richtig stolz drauf? Also das zum Beispiel, das ist von diesem Jahr aus dem Februar. Das ist ein BMW M1. Und es ist etwas ganz, ganz Besonderes, etwas sehr Seltenes, sehr Teures. Es ist ein Sportwagen aus den 70er Jahren von BMW. Und seit dem ersten Tag habe ich schon gewartet, den zu sehen. Und Februar 22 ist es zum Glück passiert. Stand er aus dem Nichts, stand er vor mir. Und es ist einfach ein überwältigendes Glücksgefühl. Aber gibt es auch mal so Situationen, wo ihr merkt, irgendwie, boah, die Leute können vielleicht mit meinem Hobby nichts anfangen, mit dieser Leidenschaft, können das nicht nachvollziehen und reagieren blöd? Das gibt es auch, ja. Teilweise sogar auch Sportwagenbesitzer, die dann vorbeikommen, die es gar nicht verstehen können, was wir da machen, warum wir diese Leidenschaft haben, Autos zu fotografieren. Das können die überhaupt nicht verstehen. Wie sind denn so die Reaktionen da? Die fragen sich dann, habt ihr keine besseren Hobbys zum Beispiel oder was soll das, warum macht ihr das? Es passiert auch sehr oft, dass man einfach so ein Stigma gepackt wird. Also diese Jungs, die einfach nur am Kudamm stehen und den ganzen Tag nichts anderes machen, als irgendwie welchen Autos hinterher zu gucken. Wir haben Aussagen bekommen von geht mal arbeiten, dann könnt ihr euch auch so eine Autos leisten. Hatten wir auch schon bekommen. Gab es immer so einen Moment, wo du gemerkt hast, da versteht mich jemand nicht, da will mich jemand nicht verstehen und was gesagt hat, was dich verletzt? Die meisten Reaktionen, die kommen, damit kann ich umgehen. Das war früher, als ich ganz klein war, das war vielleicht ein bisschen anders, wo ich gedacht habe, das erste Mal, wo mir jemand gesagt hat, warum machst du das, habe ich schon darüber nachgedacht, warum denken die Leute so? Aber vieles, was einfach unter die Gürtellinie geht, das blendet man einfach aus. Aber das zeigt ja, man muss am Ende des Tages zu sich selber stehen. Ne? Und man muss zu diesem Hobby, was ihr habt, stehen. Auch wenn es für mich jetzt erstmal kurios am Anfang gewirkt hat, aber ihr seid einfach eine Megatruppe. Also man merkt, ihr tut ja keinem was, habt Spaß dabei. Und dieses zu sich selbst stehen, ich glaube, da können wir wirklich alle noch von Menschen lernen, die das in Perfektion können. Und ich kenne da jemanden und den möchte ich besuchen, weil der hat das Thema Selbstliebe für sich nochmal ganz neu entdecken müssen. Und ich glaube, der ist ein Vorbild für uns alle. Andreas Koop ist der gute Geist hier am Hauptbahnhof in Hagen. Mahlzeit. Kommen Sie zurecht? Alles in Ordnung? Ja. Ja? Gut. Wunderbar. Es sieht ja lustig aus. Ja, ein Teddybär. Ja, schön. Er hilft, wo er kann und hat immer ein offenes Ohr für die kleinen und größeren Probleme. Für Probleme ist Andreas nämlich so etwas wie ein Experte. Davon hat er selbst jahrelang mehr als genug. Ich kenne mich da ein bisschen aus. Für die Bahnhofsmission arbeitet er ehrenamtlich, wenn er nicht gerade in fernen Ländern unterwegs ist, um dort Gutes zu tun. Wie bist du denn zur Bahnhofsmission gekommen? Das ist ungefähr 7, 8 Jahre. Das war eine Geschichte. Ich habe mir überlegt, was kann ich ehrenamtlich machen? Mich erfüllt das. Mich erfüllt das, den Leuten zu helfen oder nur auch, dass man nur da ist. Andreas, wann hast du gemerkt, dein Leben gerät so aus den Fugen? Ja, ich bin erst mal ganz normal gestartet. Ich habe ein normales Arbeitsleben hingelegt, ich habe geheiratet, ich habe den elterlichen Betrieb übernommen und alles war einfach nur Erfolgsleiter nach oben. Das war eine Bäckerei? Das war eine Bäckerei, so.
Und irgendwann war aber Ende im Karton mit Erfolgsleiter. Und die Ehe ging in die Brüche. Den Betrieb musste ich aufgeben. Und dann gab es später noch ein paar Probleme mit Alkohol. Es gab eine Zwangseinweisung und es gab eine Therapie. Nur als ich da ankam und sah diese, ich hätte fast gedacht, Abbruchhäuser, wo ich eine Therapie machen sollte und dachte, du kommst aus einer Firma, wo mal 60 Leute gearbeitet haben. Du hast mal, was weiß ich, 5 Millionen D-Mark Umsatz gemacht. Ich habe damals gesagt, Frau Inze, was soll ich hier? Ich habe eine Wohnung, ich habe Arbeit, ich habe ein Zuhause. Da hat sie gesagt, Herr Koop, Sie können aber noch alles verlieren. Das habe ich mir gemerkt. Machen wir das so. Mal aus dem Garten die ersten frischen Tulpen mitgebracht. Ja, natürlich. Aber das mache ich auch jedes Jahr. Die habe ich extra dafür angepflanzt. Ich finde, trotz seiner heftigen Lebensgeschichte wirkt Andreas irgendwie im Reinen mit sich. Wie hat er das hinbekommen? Vielleicht weiß das Ilona Ladwig-Henning. Sie leitet die Bahnhofsmission und kennt Andreas, seit er hier zum ersten Mal angeklopft hat. Wie haben Sie denn Andreas denn kennengelernt, als der hier angefangen hat? Und was würden Sie sagen, was war seine Entwicklung? Wo ist er jetzt? Ich glaube schon, dass er eine Entwicklung auch bei uns gemacht hat. Das möchte ich schon so sagen. Also er war eher zurückhaltend und ruhig und er ist hier eigentlich aufgeblüht, würde ich sagen. Ich glaube schon, dass er relativ schnell gemerkt hat, dass hier jemand ist im Gespräch, der zuhört, der nicht aburteilt, der Verständnis hat. Und in dem Moment hat er sich auch sehr geöffnet. Ich glaube, die Erfüllung der Arbeit hat ihn ein Stück zur Selbstliebe gebracht und auch dazu gebracht, auch im Team noch mal offener über seine Situation, seine Erlebnisse, auch seine tollen Sachen, die er jetzt aktuell alle unternimmt, zu berichten. Boah, ihr tust aber auch was für die Kondition. Über Andreas tolle Sachen, die er unternimmt, möchte ich mehr wissen. Er lädt uns ein in seine Wohnung. 25 Jahre Höchststrafe, was willst du mir damit sagen? Das ist nicht auf Fußball gemünzt. Ja gut, aber auch nicht auf dein Leben, oder? Nein. Ein Jäger und Sammler ist Andreas und das wird hier sofort klar. Die Wohnung lässt vermuten, dass hier jemand wohnt, der viel unterwegs war in der Welt. Trödel, selbstgebasteltes und Souvenirs und zwar in jeder Ecke. Da habe ich die Stiefel aus der Mongolei stehen. Du bist aber viel im Ausland, wie kommt das? Ja, also ich bin im Ausland für den SES. Unterwegs gewesen. Was ist das? Senioren-Experten-Service heißt das. Ist in Bonn ansässig. Dort sind ungefähr 15.000 Experten, Senioren, registriert. Die haben vor Corona 2.000 Auslandseinsätze ungefähr gemacht. Und du bist als Bug-Experte sozusagen da? Ja, oder? Ja. Ich bin, oh Gott, lachst du. Ja, ich finde das fantastisch. Das zu machen, das Wissen weiterzugeben, ist einfach irre. Das ist die Arbeit in der Mongolei gewesen, die vorletzte. Ist ja irre, wenn man sich überlegt, du verstehst die Sprache nicht, die verstehen dich nicht und du versuchst trotzdem mit Händen und Füßen was beizubringen. Ich nenne das immer Management by Working, ja. Dann zeige ich denen das. Andere Leute sind durch ihr Geldkonto befriedigt und ich durch solche Taten. So ist das. Geld ist nicht alles und ich helfe da doch lieber. Und natürlich ist es auch ein gewisses Abenteuer. Ein gewisses Abenteuer, ob man das Ziel erreicht, überhaupt dort ankommt und die Vorgaben, die gegeben sind, die man ja erfüllen will, ob man das hinkriegt. Das, so wie ich das jetzt mache, das erfüllt mich schon, ne? Das muss ich sagen. Du hast ja sehr viele Fotos auch hier. Hast du auch welche aus den schwierigen Jahren, die für dich vielleicht auch nicht immer unbedingt leicht sind anzugucken? Aber ich habe hier noch was Schönes aus dem ehemaligen Betrieb. Und da sind zum damaligen Zeitpunkt eigentlich alle aus der Produktion drauf. Und da wurde das Wir-Gefühl halt groß geschrieben. Wir sind das Team. Wir kannten uns fast alle total persönlich. Wir haben zusammen gegrillt oder im Garten gesessen oder sind zusammen zum Fußball gefahren. Ja, natürlich. Und wenn man dann davor steht und sagt, es ist vorbei hier. Katastrophe. Ja, ist so.
Da siehst du mich ja in der Produktion. Ne? Das ist schon alt, ja, 40 Jahre, irgendwie so. Ich habe bis zum Schluss für die Firma gekämpft. Als wir zugemacht haben, hatte ich noch nicht mal mehr ein paar heile Schuhe. Das kannst du mir glauben, geschweige ein Auto. Auch das hatte ich nicht. Nichts. Ich meine, wir haben hier eine Insolvenz. Wir haben ein Problem mit Alkohol gehabt. Das ist ja sicherlich keine Zeit, wo du sehr liebevoll mit dir umgegangen bist. Wie hast du das hingekriegt, dass du heute in den Spiegel gucken kannst und sagen kannst, ey, nach all diesen Sachen stehe ich hier und bin glücklich, mich so zu haben, wie ich bin? Man darf die Hoffnung und den Glauben nicht aufgeben. Das ist entscheidend. Und dann sieht man auch das Ziel. Das Ziel muss ja nicht heißen, ich muss einen neuen Wagen haben oder was weiß ich, 100.000 Euro am Konto. Das muss nicht das Ziel sein. Das Ziel muss sein, dass man, ja, ich sag mal so ganz naiv, ein gutes Herz hat. Das ist entscheidend. Das Konto ist für mich nicht entscheidend, war nie entscheidend. Ich finde, du hast ein sehr liebenswertes Herz. Ah. Ich glaube auch, dass du das mittlerweile erkannt hast. Ja, ist so. Und so muss das laufen. Du bist ein guter Typ. Ja, Prost. Ach ne, Prost mache ich ja nicht mehr. Es heißt ja, erst wenn man sich wirklich selbst lieben lernt, kann man auch andere lieben. Ich wünsche Andreas, dass er sein großes Herz nochmal an jemanden verschenkt. Und zwei, die sich ihr Herz schon geschenkt haben, sind Katrin und Raphael. Und die werden sich heute das Ja-Wort geben. Nett, dass sie uns nochmal eingeladen haben. Denn ich bin ehrlich gesagt ziemlich gespannt, wie das ist, wenn der Steuerberater seiner Chefin das Ja-Wort gibt. Kurz vor dem großen Moment wird in der freien Trauung nochmal an den Tag erinnert, als die beiden in der Kanzlei offenbarten, dass sie ab jetzt ein Paar sind. Es gab quasi einen großen Knall, verbunden mit einigen Bedenken, aber dann war es auch okay. Und heute ist es perfekt, so wie es ist. Denn du, Katrin, bist, da warst damals noch die Vorgesetzte von Raphael. Wer hier aber meint, dass der Raphael dadurch irgendwelche Vorteile hat, der täuscht sich. Denn ihr sagt beide selbst, dass Raphael eigentlich es am schwierigsten von allen hat, weil Katrin ganz genau ein Auge auf seine Arbeit wirft, um keinen falschen Eindruck zu erwecken. Wir werden jetzt die Eheringe von Katrin und Raphael aufwedeln und auf eine Reise schicken. Eine Reise, wo sie all eure guten Wünsche einsammeln. Ich bitte euch nun, euch gegenseitig die Ringe anzustecken und sie dann für alle Zeiten zu tragen. Jetzt kommt da der große Augenblick, auf den die beiden so lange hingearbeitet haben, nämlich der ganz romantische Hochzeitstango. Was nehme aber ich denn mit aus dieser Reportage? Ich würde sagen, dass man nicht unbedingt den coolen Max machen muss, das ist ganz wichtig. Oder dass man auch mal ein schräges Hobby haben kann, wo andere vielleicht lachen, aber man dazu steht. Das ist doch genauso wichtig, wie sich selbst zu finden im Leben. Also in diesem Sinne würde ich sagen, liebe Männer, zeigt die Liebe, zeigt die Emotionen. Das ist mindestens menschlich und maximal liebenswert.